Hallo liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Video. Und wie ihr seht, bade ich mal wieder in Blumen, in den schönen Dingen und bin hier in Bad Soden bei dem wunderschönen Blumenladen Blumenweigand und habe hier auch eine tolle Hochzeit machen dürfen, mitnehmen dürfen. Und nachdem wir letzte Woche ein Video hatten zum Thema Kopfkränzchen, ja, mit diesem Schleierkraut gewickelt, darf ich heute einen Anstecker machen und auch Brautstrauß. Und ach, ich sehe es jetzt schon im Hintergrund, ich laufe hier so ein bisschen rum, weil hier gibt es immer viel zu sehen, hier gibt es viele Farbbereiche. Es ist total interessant, es gibt wunderbare Arbeiten und ganz viele tolle, liebe Kunden und schöne Sachen, wenn man Geschenke sucht. Also ich glaube, wer hier im Hintergrund so guckt, wird schon einiges sehen. Aber wir gehen tatsächlich, das ist jetzt hier der Verkaufsraum, es ist Mittagspause, deswegen ist jetzt auch das Licht aus. Und wir gehen jetzt aber in den Arbeitsbereich und da zeige ich euch mal, was ich für die Hochzeit bis jetzt gemacht habe und zeige euch einen Anstecker für Bräutigam, Kommunion, für ganz viele Anlässe. Ja, kommt mal mit. So, und heute bin ich mal nicht unterwegs in meiner kleinen Werkstatt im Keller, sondern hier ist dieser wunderbare große Werkraum. Es ist Mittagspause und ich freue mich total, den nutzen zu dürfen. Ich habe hier so, ja, so Wünsche von der Braut bekommen, sommerlich, bunt. Und ich kann euch mal zeigen, dass ich, ja, ich habe jetzt schon den Brautstrauß gemacht. Das ist also dieser wiesig sommerliche Brautstrauß mit diesem schönen Rittersporn. Und also dieses lässig bunte, das haben wir als Brautstrauß gemacht. Dann war natürlich auch der Wunsch, dass Blüten für die Haare gemacht werden. Ich hoffe, man erkennt es unter der Folie. Das ist jetzt auch immer so eine Machart. Ich nehme ein Stück Pappe, beziehe das mit einem schönen Papier und klebe einfach mit ein bisschen Tesa die Blüten auf. Und die Friseure, die können dann die Blüten, können sich die nehmen, die sie brauchen und können die schön mit Klemmerchen befestigen. Und das ist jetzt ein bisschen feucht angesprüht und kommt in den Kühlschrank. Und morgen, wenn die zum Friseur geht, dann kann die einfach nur quasi reißen die Folie auf und können das ganz frisch in die Haare machen. Was super hält, sind Strohblumen, das Schleierkraut hält toll, das Limonium hält sehr, sehr gut. Ja, die Graspedia, diese gelben Kugeln hier, die heißen Graspedia, sieht man die? Ja, genau. Ja, die halten super gut. Und andere, die eben, ja, die nicht so gut halten. Ich habe jetzt schon nichts gut haltbare Blumen nicht reingemacht. Ja, also die muss man dann einfach ein bisschen kürzer anstecken, so dass die im Stiel nicht umklappen können. Aber das ist jetzt, finde ich, eine sehr feine kleine Auswahl. Ja, und dann haben wir, ja, wir haben schon einiges gemacht. Es gibt auch Bräute, die sagen, sie wollen nicht extra ein großes Autoherz, ja, sondern wollen so eine einfache Variante. Und dann machen wir mit einem schönen Band, machen wir sogenannte Spiegelsträußchen. Das sind jetzt so kleine Sträußchen. Und wenn das hier der Autospiegel ist, dann werden die einfach mit dem Band dran gebunden, links und rechts. Vor mir gehalten sieht das immer viel größer aus. So mache ich immer die Fotos, wenn ich den Kunden beeindrucken will und sage, wow, guck mal. Ja, und dann richten wir das Band dazu her. Und die werden also heute Nachmittag abgeholt, die Spiegelsträußchen, weil die Braut wird ja in dem Auto chauffiert. Und dann muss dieses Auto natürlich schon wunderbar dekoriert sein. Ja, dann, also die Sachen kommen jetzt auch gleich im Anschluss alle in die Kühlung. Dann war ich schon für die Tische tätig. Also wir haben ganz viele kleine Väschen sind gewünscht. Und die stehen jetzt hier schon in dem Karton.
Also wir haben jetzt hier solche Wäschen. Das sind, da ist auch so ein Flaschenhals. Ja, hier sieht man den, so ein Flaschenhals, so ein Gewinde. Sieht man das im Video? Ja, und damit es schöner aussieht, haben wir da ein Bändchen geknotet. Und was natürlich richtig schön ist, ist immer, wenn man so als Basis ein Gras, also dieses Panicum Fontaine, wir nennen es Wuschigras, dann zum Beispiel eine Efeu-Ranke hält auch immer schön. Das ist schon als grün schön. Und dann haben wir wirklich gar nicht so viele Blüten, ganz lässig eingestellt. Blüten, die sich natürlich im Brautstrauß widerspiegeln. Löwenmäulchen, Kosmeen, also diese Schmuckkörbchen, dieses schöne blaue Ageratum, Asklepia, also wirklich so ganz locker und sommerlich. Und Kamille wollte die Braut auch sehr, sehr gern. Ja, das fand sie total schön. Ja, und dann einmal, und jetzt haben wir schon, und Phlox ist natürlich auch wunderschön. Ja. Also hier ist jetzt mal so ein Eindruck von den, ja, pink sommerlichen Blüten, die wir genommen haben. Das ist jetzt schon eigentlich ja fertig für die Reise, schon einige, da passen aber noch viele rein, stelle ich mal hier unten hin, sonst ist der ganze Tisch voll. Und dann haben wir auch, sie wollte ganz viele Gläschen, ja, so ganz sommerlich, kleine Gläschen, hier haben wir auch so kleine Gläschen und da haben wir einfach ein kleines Sträußchen reingemacht. Und Sträußchen deswegen, weil die Gläschen sind zu kurz, ja, für, um Blumen nur einzustellen, die würden rausfallen. Und hier haben wir auch die ganzen Elemente vom Brautstrauß so schön mitverarbeitet. Hier sind jetzt 8 Stück auf dem Tisch. Ich würde am liebsten die Kamera schwenken. Kann ich die drehen? So, einmal kurz. Genau. Ja, also die sind ganz süß. Und was ich euch heute zeigen möchte, jetzt kommen wir zum Eigentlichen, ist ein Bräutigam-Anstecker. Und dazu habe ich, einiges vorbereitet. Ich habe mir hier schon so ein Gläschen bereitgelegt mit sommerlichen bunten Blüten. Die Basis, ja, die Basis muss man tatsächlich kaufen. Beim Bräutigam-Anstecker habe ich mich bemüht, auch haltbare Dinge, auch diese kleinen. Man sieht jetzt hier im Vergleich zu meiner Hand, die sind wirklich klein. Weil wenn ich die Kamera halte, dann sehen die immer aus wie Tennisbälle. Ja, da wirklich kleine Graspedia. Ich habe eine, um ein bisschen Lila reinzubringen, eine Eustoma, wobei ich da eher dazu tendiere, wirklich die ganz kleinen oder auch die Knospen zu nehmen. Und sie wollten gerne Aprikot. Das heißt, ich habe dann also eine aprikotfarbene Polyantha-Rose, eine verzweigte auch dabei. Ja, und die Basis des Ganzen ist ein sogenannter Bräutigam-Anstecker, so ein Clip. Der hat hinten eine Sicherheitsnadel und den können dann die Herren ans Revers machen. Ja, so schön anstecken hier mit der Sicherheitsnadel. Und was ich dazu brauche, und das, also ich mache euch nochmal die Bestelllinks von Floristik24 auch rein. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein sogenanntes Tape. Da mache ich euch auch nochmal den Bestelllink rein. Und als erstes mache ich ein kleines Sträußchen. Aber es gibt noch eine Vorbereitung. Ich habe hier hübsche Efeublätter und das ist natürlich dann sehr dekorativ. Ich habe hier auch noch eine, ich glaube eine Wespe ist hier reingesegelt, aber das macht nichts. Die Tiere meinen natürlich, hier wäre eine Wiese. So, hier habe ich einen feinen, ganz feinen Silberdraht. Habe diesen Silberdraht, mit dem gehe ich durch das Efeublatt. Ah, super, ich liebe die Kamera hier so nah. Und so, dass ich die Sachen in die Kamera halten kann. Und damit drahte ich dieses Blatt an. So. Und dann kann ich das natürlich im Anstecker immer neigen, wie ich will. Ja, so, zack. Und schon hält's. So, damit werden die Blättchen hier, die werden jetzt einzeln angedrahtet. Weil das ist jetzt so eine feine Arbeit. Und es geht so ins Detail, dass man natürlich auch dann solche Feinheiten, wie man diese Efeublättchen gern
ja, am Anstecker platzieren will, da ist es natürlich super, wenn man so einen Silberdraht hat, so einen feinen. Und dann kann man auch ganz fein arbeiten. Und selbst wenn jemand hier diese kleine Mini-Schlaufe sehen würde, ist das ja auch kein Ding. So ist es jetzt angedrahtet. Und ich drahte drei Blättchen an. Und ich habe, um so schöne Arbeiten zu machen, habe ich eine ganz tolle Efeu-Ranke ergattert im Großhandel. Und da kann ich jetzt also meine Grünbasis für den Anstecker machen. Und wenn wir sonst von Efeu-Zweigen und von viel größeren Grünbasis sprechen, ist es für so eine kleine Arbeit auch eine ganz kleine Grünbasis, die dann auch so die Stimmung macht. So, und los geht's. Ich binde den Anstecker im Grunde genommen so, wie ich ein ganz, 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 ganz kleines Blumensträußchen binden würde. Ja, also ich gehe wirklich her, nehme die Blüten, platziere auch meine Efeublättchen, kann die jetzt also schön drahten, platziere die so richtig schön hier als Hintergrund für meinen Anstecker und durch den Draht kann ich jetzt natürlich ganz, ganz, ganz fein arbeiten. Das ist herrlich. Ich liebe gute Arbeitsmaterialien und gewünscht war, dass dieser Anstecker sommerlich bunt sein soll. Das mache ich gerne. Sommerlich bunt ist wunderbar. Das heißt, ich darf eigentlich fast alles machen, was ich will. Brauche ich also auch so feine Knospen wie die Knospen von der Eustoma. Nehme ein bisschen Kamille. Ich habe jetzt zum Beispiel auch überlegt, ob ich hier die rote Alstromerie, die ist jetzt schon wieder zu groß. Ja, das ist irgendwie zu viel Blüte und ich brauche wirklich nur kleine süße Blüten und nicht sowas Großes, sowas Mächtiges. Und dazu muss ich natürlich auch mal ein bisschen rumlaufen und wirklich kleine Details suchen aus meiner tollen Blütenfülle, die ich ja liebe, aber es ist nicht alles für einen Bräutigam-Anstecker tauglich. So, und jetzt habe ich also hier so ein kleines Sträußlein. Was ich gleich noch mache, ist, ich habe auch noch hier was Beeriges und das kann ich auch noch, um die Farbe Rot reinzubringen. Und das hält auf jeden Fall, kann ich noch Hypericum-Beeren reinbinden. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit meinem kleinen Ansteckerchen und binde den einfach wie so ein Mini-Sträußchen, binde den mit Bindebast ab. So, das Hypericum kann ich kleben und da kann ich auch ruhig einen Heißkleber nehmen und mache ein bisschen Heißkleber auf dieses Bärchen und klebe unten noch ein Hypericum rein. Eins oder zwei. So, jetzt habe ich hier mein kleines Sträußchen und mein Clip. Und das Sträußchen, das muss jetzt natürlich hier an diesen Clip dran. Das heißt, die Länge von diesem Clip, daran bemisst sich auch, wie lange ich die Stiele lasse. Halte diesen Clip hier hinten dran und wickel als nächstes. Ich habe hier ein, das nennt sich Gutta Colle. Colle, weil Collet heißt ja auf Französisch kleben. Ich liebe Französisch. Ganz liebe Grüße ins Elsass. Ein paar von euch wissen das. Bin ja auch so, Fremdsprachen finde ich ja ganz faszinierend. Ich lerne jeden Tag Italienisch. Mit Duolingo finde ich auch cool. Aber ist jetzt keine Werbung, bekomme ich nichts dafür. Ich finde es trotzdem gut, weil man kann ja nicht genügend Sprachen sprechen. Ja, und deswegen, also gut, Gutta Colle, kleben, Collet. Wickel dieses kleine Sträußchen an den Clip dran und
Da muss ich eigentlich, ich habe jetzt auch warme Hände, weil je wärmer die Hände, desto besser klebt dieses feine Band. Ja, und wenn es zu kalt ist, kann man auch ein Feuerzeug noch mal kurz dran halten. Aber so ist es eigentlich schon sehr schön abgewickelt. Und ich muss das nur mit warmen Händen einmal noch mal reiben. Und dann ist es schon, ich halte es mal an der Sicherheitsnadel, ist also dieser Anstecker schon fertig. Ja, ich mache jetzt noch ein paar schöne Fotos, weil ich finde den ja auch jetzt wirklich zum Brautstrauß und von der Optik her wirklich süß. Ja, mach noch ein paar Fotos davon und dann würde ich sagen, ist das schon so diese kleine, feine Arbeit. Und wenn ihr sagt, auch für eine Kommunion oder für eine Feier, man kann ja auch Anstecker machen, die deutlich einfacher sind, wo wirklich nur ein Röschen und vielleicht ein bisschen was, Moment, ein Röschen und ein bisschen Sedum oder ein bisschen Kamille und kann die auch ganz einfach, aber das ist jetzt für den Bräutigam und ich finde, das jetzt so ein wichtiger Tag, da kann der ruhig richtig schön sein. Ja, und ich bin gespannt, ob ihr sagt, ach, das könnte ich mir vorstellen, das auch zu machen. Also ihr braucht wirklich so ein paar Sachen braucht ihr halt. Also toll sind wirklich diese feinen Drähte, dieser feine Silberdraht. Ganz wichtig ist natürlich hier unsere Basis, der Clip, der Anstecker und dieses Gutta-Coll. Das sind so Werkzeuge, die hat einfach jeder Florist. Die sind einfach wichtig und unerlässlich. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachmachen und schaut doch meine Playlist. Ich habe da auch so eine Blumengirlande und ich habe auch Brautsträuße. Ich habe auch wirklich so für Feierlichkeiten einige tolle Arbeiten und ich mache euch nochmal den Link für die Playlist rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe von eurer Margit. Macht's gut. Ciao.